Sei bereit. Gewinnst du, kriegst du die Chance, für den Boss zu fahren. Stelle ich mir mein Leben wirklich so vor? Ist das alles, was ich bin? Ein Racer, der Rennen fährt? Ein bisschen Härte schadet nie. Eins gehört mir. Bleib konzentriert, es ist bald geschafft. Und, bist du jetzt überzeugt? Ha, gut. Du hast bewiesen, dass du fahren kannst. Du kriegst von uns einen neuen Wagen, der auch was hermacht. Navarro krempelt die Straßen um und wenn du dich mit uns gut stellst, kannst du dabei sein. Aber das Haus ist ein Geschäft. Vergiss das nicht. Bestimmt nicht. Gut. Willkommen beim Haus. Okay, das hätten wir. Navarro, jetzt bist du dran. Hallo Racer. Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, die Welt da draußen zu erkunden.
Wieso solltet ihr von Rennen zu Rennen hetzen? Fahrt durch Silver Rock und stellt in ein oder drei Aktivitäten ein Ergebnis auf. Es gibt so viel zu tun, womit ihr euch beschäftigen und euren Ruf aufbauen könnt. Ihr hört die Stimme der Straße. Die Straßen flüstern mir zu. Sie flüstern von Rennen, die ein krasser Außenseiter gewinnt, während der Favorit den Sieg durch einen vermeidbaren... Deine Zeit ist um, Lina. Ab heute manipulierst du keine Rennen mehr. Okay, willkommen in der Oberliga. Hoffe, dir gefällt dein neuer Wagen. Dein Codename ist Sidewinder. Bleib auf diesem Kanal und tu, was der Boss sagt. Dann wird es sich für dich lohnen. Sidewinder. Okay. Pulse Racer, alle mal herhören. Der Gewinner heute Nacht ist Kingsnake. Ab der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt ist Navarro fällig. Frage mich, wer von euch Kingsnake ist, obwohl ich besiege euch sowieso alle. Alle mal herhören. Der Gewinner heute Nacht ist Kingsnake. Ab der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt ist Navarro fällig. Ich frage mich, wer von euch Kingsnake ist, obwohl ich besiege euch sowieso alle. Dachtest du, ich beobachte dich nicht? Was du da machst, verstößt gegen unseren Deal. Ich entscheide, wie das Spiel läuft. Klar. Ich war's leid zu warten. Ich werde die Sache jetzt angehen. Bleib fair, ja? Kingsnake, das Rennen ist halb rund. Zeig, was du kannst und geh nach vorne. Mach schon, Tyler. Kingsnake darf nicht gewinnen. Verstanden. Bleib hinten, Sidewinder. Halt einfach deine Position. Du kaufst keine Rennen mehr, Navarro. Tyler Morgan? Das Rennen ist fast vorbei. Ich muss was tun. Was gibt's, Weir? Genieß den Sieg, aber vergiss nicht. Ich brauch dich lebendig.
hast's vermasselt. Dein kleiner Stunt hat uns einiges gekostet. Eine Menge Geld, Tyler. Du verärgerst hier das Haus. Alles in dieser Stadt gehört uns. Jedes Rennen, jeder Midnight Run und jede Offroad Rally. Das Haus gewinnt immer. Aber nicht heute Nacht, oder? Miss Navarro, hier sind zu viele Zeugen. Wir sehen uns. Kümmert euch um diese hinterhältige Made. Bringt Morgan zu mir. Er darf euch nicht entkommen. Verstanden? Ja, Boss, geht klar. Was ist euer Problem? Wir haben ihn. Weg da! Das war's für ihn. Die sehe ich nicht wieder. Ach, du dämlicher Vollidiot. Das Haus tobt deinetwegen vor Wut. Gut. Nein, nicht gut. Schlecht. Ich brauch dich lebendig. Ich hab Pläne mit dir, also werd die Enforcer los und komm her. Oh, Tyler, du hättest jemand sein können. Aber jetzt bin ich wütend. Nein, ich bin wütend, Navarro. Und das war nur der Anfang. Der beste Racer der Stadt. Und doch so leicht. Du warst nicht grundlos das perfekte Ziel. Irgendwohin. Die Stadt gehört jetzt uns. Der Einsatz ist zu hoch, um noch irgendwas dem Zufall zu überlassen. Rennen sind niemals Zufall. Deshalb musst du sie manipulieren. Warum dauert das so lang? Der Typ hat was drauf, aber wir kriegen ihn. Wehe nicht, du hast ihn schließlich an Bord geholt. Was zum Teufel machst du denn? Ich hab doch Termine. Oh, tut mir leid. Ich hab ein paar stinksaure Schläge am Hals. Dann wär's sie gefälligst los. Und weg seid ihr. Ach, Kinderspiel. So, die bin ich los. Gut, sehr gut. Ich schicke dir meine Position. Bin fast da. Wird auch Zeit. Wir haben viel zu tun. Es ist erledigt. Ab heute hat kein Buchmacher mehr Vertrauen in Navarro. Glaubst du das wirklich? Du bist echt niedlich. Ihr Boss kontrolliert alles, Teil. Sie brauchen ihr Vertrauen nicht. Ich finde einen Weg. Es gibt einen Weg. Mich. Stell dir eine Stadt vor, in der jede Wette und jedes Spiel manipuliert sind. Das will das Haus. Und es wird alles tun, damit es so kommt. Ich bin Street Racer. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte? Es hat extrem mit dir zu tun. Extrem viel. Ihr Anführer heißt der Collector und er hat eine Schwäche. Autos. Schon mal vom Outlaws Rush gehört? Ist das größte Rennen des Landes.
Ja, und das Haus manipuliert es. Spieler setzen Millionen und er bekommt was ab. Heute war nur ein Testlauf und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ach. Hör zu, so wie du fährst, bist du der beste Racer der Stadt. Wir müssen dich nur an den Start kriegen. Gewinn den Outlaws Rush und das Haus und Navarro sind erledigt. Wir gegen das Haus? Ja. Ich mein wir. Rette dein Casino allein. Es geht nicht nur um mich. Das sind deine Straßen, Junge. Was ist wohl ihr nächstes Ziel? Okay, Tyler, fahr nach Hause und durchdenk die Sache. Morgen, du Bastard, du hast mich voll reingeritten. Ich hab für dich gebürgt. Typen wie wir sind für die nur lästige Fliegen. Sie haben die Hälfte der Streetgangs aus der Stadt gejagt, weil sie nicht mitspielen wollten. Denkst du, da haben die Angst vor dir? Das sollten sie. Für das Rennen heute Nacht Großes versprochen, Navarro. Stattdessen haben Sie viele Leute enttäuscht. Erklären Sie mir das. Das Problem ist bereits gelöst. Ich bin dabei. Gut, 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 gut. Du brauchst eine Crew. Fünf Sterne, Mann. Danke. Okay, Mac. Bring's einfach hinter dich und lächle dabei. Hey! Hashpuppy, ich stehe auf deinen Kanal. Ich heiße Hashtiger. Ja. Tiger Selfie! Nein, nein, Los nein, jetzt. Mann, kein Roar. Tiger Selfie. Komm, fettes Roar! 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 Episch. Steig schon ein. Was für eine Drecksmusik ist das? Hier ist Hashtiger, live aus dem Hashmobil mit Driftmeister Mac Allister. Mac, verrat uns deine Driftgeheimnisse. Klar. Das ist wirklich simpel. Man nimmt Tempo auf und lenkt dann hart ein. Hier, ich zeig's dir. Yeah, Baby! Und was sagst du dazu? Cool, das gefällt dir, hm? Huh?
Und so macht man das. Los, nochmal. Aber diesmal drück voll durch. Hör zu, ich glaub... Der Kunde hat immer recht. Na schön. Weißt du was? Ich zeig dir meine Lieblingsdriftstrecke.